Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Gartenpause mit Sirakomori. Hallo. Dann lachen Sie mal durch die Maske nicht. Dann halt so. Ich habe gehört, dass du einen Großauftrag für Blumen hattest. Willst du noch einen Auftrag? Besuch mich beim Stadteingang, ich habe eine Idee. Ja, komm. Schwarzes Brett. Schmied. Wir sind immer auf der Suche nach Ausbauten für die Stadt. Ach, du Schande. Unser nächster Schritt ist der Schmied. Sprich mit Frank darüber, einen zu bauen. Wenn wir einen Schmied haben, wirst du nur was neue Werkzeuge bekommen können, um das Land zu bearbeiten. Und dann noch dornige Situation. Hast du die Dornbüsche auch gesehen? Was? Wir haben versucht, daran zu arbeiten. Aber ehrlich gesagt fehlen uns die richtigen Werkzeuge. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Komm rüber und wir besprechen sie. Ich sag mal Frank. Hört sich besser an. So, ich habe noch neue Wildblumen. Hey, ich bin Thorl und lebe bei den Hügeln. Ich wollte dich nur von Nachbar zu Nachbar wissen lassen, dass es bei den Hügeln viel Löwenzahn aus der Erde sprießt. So. Howdy, okay. Partner. Ich sehe, du hast die Familienfarm übernommen. Wenn du Küken großziehen möchtest, musst du das Bauarbeiterteam beauftragen, dir einen Hühnerstall zu bauen. Nicht, ja. Ich lese das N immer noch zum Wort dazu. Ich werde dir einen Brief schicken, wenn der Stall fertig ist und ich die Küken abgeben kann. Na. Oh, viel Platz. Ja. Und ich habe viel geerntet. So, meine Kacke setze ich auch mit drauf. Mal gucken, ob jemand eine Kacke kauft. Alter, ne? Da war wirklich viel, ja. Und was war mit dem Gras? Hast du nur ein paar Grasböppel rausgekriegt oder wie? Ich hab nur Fasern bekommen. Wie viel? Ich hab 30. Von Nein. diesem einen Ding jetzt? Nee, keine Ahnung. Nee, weniger. Ich hab's nicht genau gesehen jetzt, wie viel es war. Ich hänge fest. Ich habe übrigens auch einen Hammer gebaut. Ich habe auch einen Hammer. Für zum Umbauen da. Ja, ich habe auch einen Hammer. Ah, okay. So, was mache ich denn nu? Ach ja, zu Frank. Wir müssen zu Frank. Nicht zur Höhle? Ich gehe zur Höhle. Ja, dann geh du zur Höhle. Ich gehe zu Frank. Zum Frankeli. Oh, Löwenzahn. Oh, da kann ich eigentlich auch da lang gehen. Oh, Holz. Jetzt können wir ja Löwenzahn sammeln. Löwenzahn. Löwenzähne. Löwenzahn. Und Blaubeeren. Die ich... Hallo? Würdest du die vielleicht auch mal einsammeln? Eine Flaschenpost. Luschenpost. Ach, da ist... Ich glaube, Sammy hieß der, dem wo immer die Räder fehlen. Hallo, Sammy. Ich leite ein kleines Blumengeschäft hier auf der Insel. Schau ab und zu bei mir vorbei. Ich ändere mein Angebot ziemlich schnell. Hier ist ein Willkommensgeschenk. Löwenzahnsamen. Was hast du denn Schönes? Rosa Bromelien. Und violette Schmuckblumen. You want to end the dungeon, huh? Nee, nicht where wirklich. You were first in a long time. Even Charlie doesn't want to go inside. Alright, lad. You're going to have to prove your... Was? Prove you're ready. Here's the basic wand. Get familiar with it. It's not strong enough to damage anything. But bubbles and hopefully the care was creatures in the dungeon. Oh. Here's the blueprint for one was for the wand. If yeah. you break this one, you so can craft in your you can craft it in your crafting menu. So, Major Oho. Wilson, willkommen in Florenz, ich bin der Bürgermeister. Du kannst gern alle Gegenstände aufsammeln, die du hier in der Umgebung findest und überall außerhalb der Stadt bauen. Ich hätte fast vergessen, dir zu sagen, dass deine Großeltern dir einige Tutorials dagelassen haben. Ich habe sie in deinem Tutorial-Menü ausgerüstet, in das du kommst, indem du I drückst und Tutorials wählst. Danke. Was schon? Coinback. You can't. I can't let you in the dungeon yet. It's not safe. Ja, du brauchst erst ein Wand. You shall. Ja, ja, you shall first get. Ja, ja. Und ja, 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 ja. Shop can be opened. Boing, erstmal gegen die Treppe klatschen. Hallo, Frank. Nein.
Talk to Frank. Yes. Es ist definitiv an der Zeit, dass diese Stadt einen Schmied bekommt. Füge eine Anforderung hinzu, die in der Upgrade-Tabelle erstellt werden soll, sobald du über die Ressourcen verfügst. Huch. Und hey, ich kann dir sicher ein schwarzes Brett bauen, aber mir fehlen die Ressourcen. Kannst du mir bitte 20 Stücke Holz besorgen? Dann starte ich gleich. Ich brauche auch Holz. Yes. Jetzt geht das fröhliche Gefarm wieder los. Ja, ich hacke jetzt einfach ein paar Bäume um. Dann habe ich schnell 20 Holz zusammen. Naja, wir haben 50 einstecken. Ja, ich gerade nicht. Und ich bin zu faul, jetzt zurückzugehen, um da ein bisschen Holz zu holen. Deswegen hacke ich jetzt hier ein paar Bäume weg. Was will er? Holzbretter? 5 haben circa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So. Shop can be opened. Ja, ich mache ja schon. Be opened. Na guck mal, wenn jemand deine Kacke kauft. Das ist bestimmt das Erste, was weggeht. Mikas Kacke ist begehrt. So, ich werde in ein paar Tagen mit anfangen. Ja, dann mach das. Mhm. So, war das hier Schmied? Ich glaube schon, ne? Miner Camp. Blacksmith, ja. Ah, 2500 brauchen wir. Aber ich kann vielleicht... Oh, ich kann den Chicken Coop in Auftrag geben. Yay, Hühner! Juhu! Wie, was bist du denn für ein hässlicher Drache? Kiste! Oh, ein dunkelblauer Rock. Oh, ich habe einen Stab. Ich habe einen Stab einstecken. Ja, habe ich doch bekommen. Den Stab. Ach so, von dem Dingens, ne? Ja. Von dem Hash. Ja. Ach so. Deine Kacke wurde verkauft für einen Coin. Ja, immerhin. Mikas Kacke ist ein guter Dünger. Boris. Boris, die Bestie. Ich muss da immer an Man in Black denken. Es geht nicht anders. Boris. Hey, Boris, die Bestie. Einfach nur Boris. Ah. Oh Gott, hat er große Augen. Licht! Kamera! Action! Aktion! Aktion! Move out of energy! Wir haben noch Limonade, kannst du dann trinken? Kiste! Oh, Holzbretter! Alter, in der Kiste waren Holzbretter drin. Cool. Hui. Ich höre noch mehr Kisten. Ich glaube, die ist irgendwo da oben. Ja, da in der Stadt waren generell viele Kisten gewesen. Ich will einen Luf. Ah, ich sehe Kiste. Vorsicht. Jetzt runterfallen. Blümchen. Das Übliche. Oh, jetzt gibt's Hundematsch. Ob es immer kombinieren kann, die Kartenfragmente? Ich denke es mal, ne? So in 200 Jahren irgendwann. Wenn man so 30 Stück zusammen hat. Hallo, Mr. Jones. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Ich habe gehört, du hast ein wenig Zeit über. Wenn du die Zeit hast, mir eine kleine Kiste herzustellen, werde ich dich gut dafür bezahlen. Ich bin nicht sicher, warum, aber ich habe in letzter Zeit keine Eier in meinem Hühnerstall gesehen. Aber ich habe ein paar Münzen über, um dich zu bezahlen. Du kannst die Kiste in deinem Baumenü herstellen. Sobald du sie hast, komm zu mir.
Willkommen in der Stadt. Ich bin Jones, der Hühnerbauer. Schön, dich zu treffen. Wenn du irgendwann ein paar Küken aufziehen willst, komm einfach zu mir. Hier ist ein kleines, hauswärmendes Geschenk. Weizen. Hühnekins. Kacke. Hühnerkacke. Wenn er bräuchte eine goldene Kacke, daraus könnte man was herstellen. Da, 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 da. So, wer bist du? Hallo, Kumpel, ich bin Mr. Mooney. Ich leite die beste Farm hier in Florenz. Lass dich mal wieder sehen. Hast du nicht gehört? Ich ziehe nur die besten Tiere auf, ja. Das ist schön. Noch! Bald sind wir dann da. Jo, wird zwar eine Weile dauern. Oh, ich habe ein Hühnerei. Ich habe gerade eine Flasche verkauft. Du Flasche. Ja. Oh, Kiste. Oh, Alter, ist da viel drin. Und ich hab keinen Platz mehr. Na, no, du Armer. Scheiße. Er kommt. Warum was verkaufst du denn einfach nur die puren Pflanzenfasern? Stell doch wenigstens Dingens her, irgendwie Stoff oder sowas. Ja, mach doch. Ja, mach ich auch. Ich konnte ja gerade nichts machen. Ich muss dir alles verkaufen. Oh, armes Du. Oh, warte mal, da ist Weizen. Ich konnte doch nicht mal an die Kisten gehen. Das tut mir ja so leid. Eigentlich gar nicht. Das war mir klar. Das dachte ich mir schon. Ja, ne? Ja. Oh Gott, wir haben so viele Gänseblümchen. Könnt uns totschmeißen mit. Gänseblümchen. Ah, du hast nicht genug Energie. Ach, leck mich doch. Hast du noch Energie? Pflanz mal die Sachen, bitte. Warte. Stoff ist jetzt gekennst, Männer. Scheiße. Nicht Warte, danke! Ja, was denn? Dass du genau an die Kiste gehst, an die ich gerade dran wollte. Entschuldige. Yay, angeln gehen. Ja, kostet ja zum Glück keine Energie. Jupp. Oh, hier wächst Löwenzahn. Hier ja, habe ich schon gesehen. Hier wächst vor allem. Habe ich schon gesehen. Okay. Was ist dieses Wand, was man herstellen kann? Das ist ein Zauberstab. Wo du diese Seifenblasen abschießt. Ja, den habe ich ja schon. Den haben wir ja bekommen. Ja, und den hast du geschenkt gekriegt und den kannst du aber auch selber herstellen. Kann ich aber die Schmetterlinge abschießen? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Die sind, glaube ich, nur Deko. Was, du Fisch aren't biting? Willst du mich verarschen? Die haben keinen Bock auf dich. Ich merk's. Fisch! Frisch! Frischer Fisch. Knack. Aua. Alright. That's all I need. I will set up the dummies downstairs. Try shooting them. Here's the blueprint for training dummies if you want to build your own training grounds. It's getting late out here. We'll chat more tomorrow. Kann halt nicht mehr, Bill. Unlock Training Dummy Blueprint. Ja. Blueprint.
Im Übrigen haben wir jetzt 1900. Wir haben können bald die Blacksmith machen. Ich habe nur 613, weil ich schon Kohle ausgegeben habe. Ja, sag halt Bescheid dann irgendwann mal. Oder ich kann ja dann, wenn ich das Geld habe, das eben machen. Ja, weil ich glaube, irgendwie zusammenlegen können wir, glaube ich, nicht. Oder kann ich dir Geld geben? Keine Ahnung. Oh, eine Kiste. Yay. Hast du auch eine gekriegt? Oh, cool. Cool. Ach so, Kiste. Ach so, eine Kiste. Weil du kommst hier direkt an. Oh, eine Kiste. Und bei mir ploppt so eine blaue Box auf, weißt du? Nein. Deswegen war ich gerade so dezent verwirrt. Nee, ich hatte hier eine Kiste gehabt. Mhm. Seaweed. Das hört sich immer so falsch an, finde ich. Was, Seaweed? Ja, generell Weed. Weed, warum? Naja, weil es in Fachjargon auch für Hasch genommen wird. Naja, das könnte man bei uns mit Gras oder so auch sagen. Ja. Weed? Oh, scheiße, ich hab Papier hergestellt. Egal. Egal, kann man auch verkaufen. Ja. Weed? Wupp, wupp. Wupp, wupp. Okay. Also ich glaube, Gänseblümchen sollten wir irgendwann nicht mehr anpflanzen. Das wäre sehr schön, weil wir haben irgendwie einen ganzen... Ja. Ich glaube, da brauchen wir keine mehr. Nee. Oh, ich kann noch mal Limo herstellen. Geil, Limo. Eine geile Limo kann ich herstellen. Total geil. Eine Floschen. Hui. Entschuldigung. Weed. Das ist Soap. Hier ist ja noch mehr davon. Diesmal aber kein Papier herstellen, sondern... Ja, du mich auch. You're getting Stoff. Really tight. Lass mich wenigstens noch meinen letzten Köder verbraten. Dann tue ich alles, was du willst. Mach das schnackisch, du Sau. Das bin ich doch schon. Stimmt. Dein Zieren fällt auch aus. Tja. So, fertig. Nein, it's wie dunkel. Ich schlafe vor der Tür ein. It's so dark. So dark. It's dark out there. Hi. Ich hab doch Ladebildschirm. So, jetzt gute Morgen. Liebe Sorgen. Einmal ordentlich pupsen. Einmal ordentlich an Briefkasten. Ich nicht. Wo ist Alberto? Ach, den gibt's ja. Ach, ja, stimmt. Alberto sollte heute ankommen, aber wir haben ihn noch nicht gesehen. Er ist ein Gleiterspezialist. Schau mal, ob du ihn siehst. Und Küken, juhu, du hast einen gut aussehenden Hühnerstall. Ich habe ein paar zusätzliche Küken und etwas Futter für dich, um sie aufzuziehen. Sobald du das Küken hast, lege es in deinen Hühnerstall, dann fütter es jeden Tag. In einer Woche ist es erwachsen. Dankeschön. Und da unten ist er auch schon, unser Hühnerstallchen. Ja. So, flop. Place a chicken in here and feed it every day for a week, so it can become a fully grown chicken. Ja. Oh, warte. Was ist los? Ah, nix. Evil chicken. Kommt ihr, Schnuckiputzes? Ist ja nur eins. Nee, es sind zwei. Ach so. Hühnchen A und Hühnchen B. Ja, genau. A Hühnchen und B Hühnchen. Genau. Ist immer noch so laut hier. Auch interessant. It's loud.
So. You think you are ready to go the dungeon? To the dungeon? Ha! Hitting dummies is easy. To go in the dungeon, you need to be used hitting moving treasures. Bubbles can poop out. Pop out can of the water. Out, ja. Du kannst auch poop out. Near. Was concentrations? Was concentration of seaweed? Konzentrazione! I want to use your wand. Was? I want to use or your wand? Also, den Stab. To pop one of those bubbles. And bring me a blue mystery box that is inside it. Okay. Popping Challenge. Lass mal poppen. Ja. 4 Bretter, 2 Klötze, 2 Stäbe. Natürlich sehe ich jetzt nirgendwo. Na, eine Blase rumfliegen. Bubbles! Bubble, Bubble, Bubble! Meine Bubbles! Bubbles! Huch! Das wollte ich nicht. Jetzt ist natürlich nirgendwo so eine schöne Blase. Doof, ne? Mhm. Ach, da ist ja noch mehr Holz. Ich habe auf einmal mehr Platz im Inventar, okay. Huch. Stimmt. Warum? Ja, die Entenscheiße will ich aber nicht haben. Keine Ahnung, warum wir auf einmal mehr Platz haben. Ich habe nur gesehen, dass wir gerade mehr Platz haben. Wie läuft die Blumenjagd? Wenn du die Gegend erkundest, halte ein Auge offen für Kisten. Ich bin mir nicht sicher, wie sie auftauchen, aber sie enthalten ein paar Items. Wenn du mir 100 Löwenzähne bringst. 100? Löwenzähne? Nee, 10. Ich wollte gerade sagen, Alter! Die haben aber mittlerweile Ansprüche. Wenn du mir 10 Löwenzähne bringst, verrate ich dir, wo sich welche befinden. Toll, ich habe gerade mal 2 Löwenzähne. Zähne? Zähne? Löwenzähne. Yeah. Ich fall hier von der Klippe. Und rauchst dabei eine Kippe. Ja, das immer. Baum, Baum. Baum weg. Nö, Baum noch da. Aber keine Bubbles. Meine Blubber. Blubberblasen. Blubber, Blubber, Blubber. Blubber, Blubber, Blubber. Oh, Flaschenpost. Die Flasche mit der Post. Flische, Flasche, Flusche. Du bist ein rosa Schäfchen. Lusche. Wenn ich hieß rosa Schäfchen kriegen könnte, würde ich sie rannen. Das ist meine Schnuffelschäfchen namens Sierra. Schnuffelschäfchen. Schnuffelschäfchen Sierra. Collect 10 Löwenzahn. Toll. Super. So ein Denglisch. Ja, ich hab nur 3. Oder Oitsch. Oitsch. Ja, entweder Denglisch oder Oitsch. Das ist ja Autsch. Oder Oinksch. Das ist eher Autsch. Ja. Das sowieso. So, jetzt aber. Bitteschön. Dankeschön, hier ist die Bezahlung. Danke. Da, 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 da. So, jetzt ab nach Hause Shop aufmachen. Chip Shop Shop. Aus dem Weg, Mr. Mooney. Der will bald auch wieder die Kackehäufchen haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
Ich eile. Mit Weile. Und Keile. Oh, ich höre da noch eine Kiste. Oh, blaue Jeans. Cool. Jeans. Es ist mal, es sind mal keine Röckchen. Ich hab mal eine Hose an. Endlich. Gut Zeit. Mika hat endlich eine Hose an. Ich nicht. FKK. Ja, klar. Erstmal hinsetzen. Oh, ich brauche eine Pause. Freie Kätzchenkultur. Und bei mir FHK. Freie Hundekultur. Ja. Wir haben keinen Löwenzahn mehr. Dann nimm den schnell vom Tisch. Hab ich. Und setze für ich den Ich habe übrigens auch noch ein paar Sachen hier. Muss mal zu mir. Ja, jetzt habe ich ihn selber eingesammelt, natürlich. Das depperte Ei. Okay. Da, ich habe noch Federn, ich habe noch Kacke. Pick-up-Mist. So. Oh, ich habe ein vierblättriges Kleeblatt. Cool. Ach. So. Hat ein bisschen was zum Verkaufen reingesetzt. Jupp. Aber wir haben ja noch ein bisschen mehr hier. Ich habe auch noch einiges in der Tasche. Oh, da ist aber ein Kaninchen, der sieht aber böse aus. Er hat heute wahrscheinlich nicht so einen guten Tag gehabt. Das, was er jetzt gerade abhaut, oder? Er hat so einen bösen Blick. Der ist wahrscheinlich stinkig. Ich finde manche Fellfarben so geil. Ja. Ich tanze eine Runde. Vielleicht kommen ja mehr Leute. Guck mal, es kommen wirklich mehr Leute. Ich tanze gerade eine Runde. Die denken wahrscheinlich alle, ich mache Striptease dabei. Oh, machst du brauchst du gar nicht mehr machen, du bist eh nackig. Naja, Fell kann ich auch noch ausziehen. Das will ich sehen. Nee, besser nicht. Könnte schmerzhaft werden. Oh, der Fuchs ist ja süß. Ja. Hat ein Blümchen gekauft. Guck mal, ich habe eine Hose an. Ich nicht. Schratz, Schratz.
Komm, kauft, Leute, kauft, 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 kauft. Kauft viel. Kauft ganz viel. Okay. Mensch, und wir uns. Ja, und die Folge auch. Oh, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, tschüss. Tschüss.